Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei Subsistence. Das ist Folge 3 von 4, denke ich, in dieser Aufnahmesession. Wir haben uns in der letzten Folge noch was gegrillt, eine Hühnerbrust. Und genau, wir können einen Schluck trinken. Und die letzten zwei Folgen waren ein bisschen chaotisch. Die erste Folge in der Aufnahmesession, die war, ist sehr lang geworden. Die zweite ist dann ein bisschen kürzer geworden und pro Folge ein Tod. Es stehen also jetzt 8 auf der Liste. Ich will es aber auch jetzt dabei belassen. Ne? Und ja, wir versuchen es und jetzt ist es natürlich dunkel, ne? Da können wir mal schauen. Wir haben ja, ja gut, jede Menge Fasern, wollte ich gerade sagen. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen mehr ist, aber da machen wir uns einfach mal ein paar Tauwerke. Ja gut, das war's auch schon. Die kosten jetzt auch 14 Fasern. Okay. Gut, dann können wir mal gucken auf der Map. Wir sind ja hier jetzt im Gebiet, wo es Lithium gibt. Deswegen haben wir uns ja hier auf den Weg gemacht. Und da werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen weitläufiger gucken und mal gucken, wie groß das Gebiet insgesamt ist. So, und von hier kommen wir ja, ne? Wir kommen also aus dem Süden und sind in den Norden gelaufen. Gut, das werden wir uns dann anschauen. Es wird jetzt hell, dann können wir das Feuer erstmal ausmachen. Und ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht am See noch eine zweite Base bauen. Könnte man in Erwägung ziehen. Aber wir haben ja unsere erste noch nicht mal richtig fertig. Aber wenn wir einmal hier sind, können wir vielleicht schon mal den Grundstein legen, ne? So. Ich wollte hier löschen. Die Asche lassen wir erstmal drin, die 6 Stück. Da dreht jetzt kein Hahn danach. Und dann werden wir es jetzt mal wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Die letzten beiden Folgen waren Chaos genug. So, dann könnt. Ich bin ja in der letzten Folge hier vom Felsen schön runtergesprungen, ne? Oder runtergepurzelt, mehr oder weniger. Jetzt hat mir alle Gräten gebrochen. Was mich natürlich ganz schön abgefuckt hat. Also ich habe mich selber abgefuckt. Kann man sagen, ne? Gut, da hat man auch mal ein paar mehr gehabt. Durch die Band wurde es natürlich jede Menge Stuff weggekommen. Erze hatten wir auch schon ein bisschen mehr. Auch schon ein bisschen mehr Lithium. Warte mal, wenn ich jetzt hier Richtung Norden weiterlaufe. Ah ja, ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen, wenn wir zur alten Base kommen wollen. Aber die Karte wollen wir ja sowieso so gut wie möglich aufdecken. In dem Atemzug. Was haben wir da Schönes? Könnte das Lithium sein? Das sieht ganz danach aus. Dann nehmen wir das natürlich gleich mal mit. Dann haben wir da wieder ein bisschen mehr. 2 und 4. Dann haben wir... Ach, hier ist es ja. 8 Stück haben wir. Gut. Gut, gut. Genau, hier sind ja die Wasserfälle. Und wir müssen auf jeden Fall noch viel weiter runter. In Richtung Norden. Oder hoch in Richtung Norden. Hm. Ja, auf jeden Fall in die Richtung hier. Auf jeden Fall Richtung Norden. Ne? Mal gucken, ob hier vielleicht noch irgendwo was gespawnt ist. Könnte ja gut möglich sein. Ja, ich habe auch bloß noch ein Heal Pack, weil ich da aus Versehen die falsche Taste gedrückt habe in der letzten Folge.
dann könnten wir uns eventuell gleich den dicken Baum hier mitnehmen. Jawohl. Ich würde sagen, dass wir uns in dem Gebiet hier auf jeden Fall noch 2 oder 3 Ingame-Tage aufhalten. Wir haben ja Sommer, ne? Also das ist schon eine gute Zeit. Wir sind mittlerweile im Juli, aber Sommer ist gut. Dafür gemacht, einen Ausflug zu machen. Im Winter wäre es natürlich bescheidener. Zumindest ohne Quad. Und das wird noch eine Weile auf sich warten lassen. Da müssen wir ja erstmal runter in die Höhle. Und bevor wir in die Höhle gehen, brauchen wir dann auch ein paar Gerätschaften. So wie die Tauchbank zum Beispiel. Und dafür brauchen wir ja auch Platinen. Und für die Platinen brauchen wir eben unter anderem das Lithium. Beziehungsweise für die Komponenten, die wir für die Platine benötigen, brauchen wir das. Genau, so sieht das aus. Bei dem Dicken waren wir nicht gerade, oder? Ihr Türchen kann eigentlich mitkommen. Jetzt geht's ja gleich bergab, ne? Und da ist ein Bär. Ja, ich will mir nicht schon wieder die Geräten brechen. Naja, also Aktion sinnlos, kannst du sagen. Zudem wollte ich. Gibt's hier eventuell Erz? Bisschen langsamer laufen, ne? Nicht, dass wir wieder vorne überkippen. Das wäre echt fatal. Ja, alles klar. Guck mal hier, was haben wir denn hier Schönes? Ist das 2x Lithium? Na, das sieht doch gut aus. Das ist 2x Lithium. Und nochmal 2 sind 12 insgesamt. 16 müssten wir da haben, ne? Jawohl, das sieht doch gut aus. Kriegen wir schon mal 16 reines Lithium raus. Das kann sich vielleicht schon mal sehen lassen. Ich gehe mal auf Hasenjagd, damit wir wenigstens ein bisschen Fleisch schon mal haben. Hat er sich geschnappt. Das ist eine Tasche. Ja, wird sich ja auch lohnen, wenn wir 2-3 Tage hier sind in dem Gebiet. Können wir natürlich auch ein bisschen looten. Ja, ich werde das mal mit dem Bogen holen. Ach Mist. Schief gegangen. Kein Jagderfolg. Ah, Pump-Munition. Gleich rein damit. Man sollte auf Hügeln oder Bergen nicht rennen. So. Aber hier mit dem Lithium sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Das gefällt mir schon mal.
Komm, den holen wir uns. Alter, Flugzeug! Da ist es! Hinter die Bäume verschwunden jetzt. Kommt der Wolf überhaupt? Ist er das dort? Jetzt ist es still geworden. Ist er. Wie viel hat er noch? Ja, 47. Habe ich überhaupt noch? Ja, 2 Pfeile haben wir noch, ne? So. Die Wolfjagd klappt ganz gut. Mit dem Puma müssen wir noch ein bisschen trainieren. Warte mal. Veggie. Brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt weiß ich bloß nicht. Ah ja. Hier müsste doch unser Fundament sein, genau. Können wir hier vielleicht gleich nochmal gucken, ob hier was nachgespawnt ist. Bisschen langsamer laufen hier. Nicht überstürzen. Überstürzen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war kein Lithium, oder? Ich muss mir die Pfoten waschen. Muss irgendwie zum Wasser. Aber ich habe auch in der letzten Folge wieder Glück gehabt, dass ich meinen Rucksack wiedergefunden habe. Das ging auch recht fix, weil das waren diesmal bloß 500 Meter gewesen. In Anführungsstrichen bloß. Gut, hier können wir gleich Wasser mitnehmen. Ihr war das vergessen. Und mit der Tasche vorhin haben wir auch gerade Glück gehabt, weil... da Biokraftstoff drin war, ne? Feueranzünder. Brauchen wir auf jeden Fall. Gut, hier ist ja der große See. Und da ist ein Erz. Das könnte auch schon wieder Lithium sein.
3. Der zappelt noch, die letzten Nerven. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Gut, zu essen haben wir erstmal. Das ist kein Lithium, nehmen wir aber trotzdem mit. Tja, und wo war denn das Lithium jetzt? Wenn es welches war? Weiß ich nicht mehr, ne? Fasern können wir natürlich auch mitnehmen. Dann hatte ich ja alle in der letzten Folge zu Tauwerk gemacht. Ich musste jetzt in Tauwerk 14 Fasern. Die Tiere ist glaube ich schon mal nicht. Wir sind Heilkräuter. Gut, Heilkräuter haben wir ja auch ein paar, ne? Da könnten wir uns... Wie viel kosten jetzt, spaßhalber, bloß mal kurz geguckt, wie viel kostet das? Auch 12. 12 Heilkräuter. Genauso viel, wie wir in die Falle reinmachen, ne? Quasi. In die Kleintierfalle. Ich wollte mal auf der Map gucken, wegen dem Flugzeug, aber das hätten wir knallen gehört, wenn das abgestürzt wäre wahrscheinlich. Also hier ist nichts zu sehen. Hier haben wir ja noch eine Jägerbase entdeckt. Nee, also man hat ja auch keinen Knall gehört, ne? Also ist das wahrscheinlich bloß hier drüber geflogen irgendwie, ohne Unfall. Pfoten war schon natürlich nicht vergessen. Passt gar nicht rein. So, jetzt aber. Hühnchen können wir jetzt erstmal in Ruhe lassen. Es ist heiß. Das heißt, wir bekommen mehr Durst. Ich würde fast sagen, dass wir uns hier mal ein bisschen Wasser holen.
Und dass wir dann zum Ende des Tages wieder zurück zu unserem Feuer gehen. Wir sind ja hier erstmal langgelaufen, sodass hier auch Sachen spawnen können. Ach, ich habe ja schon Wasser. Gut. Aber wir haben uns die Pfoten gewaschen. Weil wir dort die ganzen Felsen haben und... Naja, das ist schon nicht so schlecht. Ne? Aber hier hört das Gebiet auch irgendwie auf. Hier ist die Kopfkesselbucht und hier die Großquellfälle. Naja, so groß ist das Gebiet auch gar nicht mehr. Ne? Also das geht hier wahrscheinlich. Hier so. Bis zur Höhle. Bisschen über die Höhle hinaus. Ja, und dann wird es schon wieder enger, ne? Dann geht es hier wieder rein, okay. Gut, dann können wir eh wieder zurückgehen, weil... Warte mal. Kupfer, Zink, Kalium, Eisen, das ist ganz normale, der ganz normale Wahnsinn. Kupfer, Zink, Kalium, Eisen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dass wir langsam wieder dorthin zurückgehen. Fürs Erste. Dass wir da essen und trinken. Kann ich mir eigentlich eine zweite Flasche machen? Könnte ich machen. Das werden wir auch mal tun. Und dann snacken wir mal die Kartoffel hier weg. Wieder im Platz, dann können wir uns gleich noch einmal Wasser mitnehmen. Ne? Ach, die Made ist rausgeflogen. Ja, komm. Dann machen wir hier nochmal Tauwerk. Na, geht ja nicht. Oder muss ich die Erdbeere futtern? Egal. So, das ist ja Eiweiß. Und da brauchen wir schon ein bisschen auch was davon. So, dann würde ich gleich nochmal die zweite Flasche voll machen hier. Unterwegs noch ein paar Fasern mitnehmen können. Das ist auf jeden Fall machbar. Und hier versteckt sich auch eine Tasche. Eine Munitionstasche. Kriegen wir alles rein. Sehr gut. Sehr gut. So muss das sein. Heilkräuter. Vier Stück. Sehr gut. Nee, ich will die Pump. Und dann laden wir das Gewehr auch gleich nochmal nach. So.
Gut, haben wir das? Guck mal da. Was sehen denn meine Äuglein da? Erze. Aber das scheint diesmal kein Lithium zu sein. Nein. Nehmen wir trotzdem mit, wenn wir einmal hierher gebottet sind. Doch, hier ist Lithium. Das ist gut. Sehr schön, sehr schön. Da hinten sehe ich schon das Fundament. Hier ist nichts. Immer schön langsam laufen auf den Felsen. Absturzgefahr. Eigentlich könnte man sich vielleicht zwischen den Felsen hier vielleicht eine kleine Base bauen. Das wäre, denke ich, gar nicht mal so verkehrt. Wasser haben wir auch in der Nähe. Das sollte eigentlich gut machbar sein. Briquette könnten wir eigentlich auch mal raushauen, aber na gut. So, dann machen wir uns mal fix einen Anzünder. Da brauchen wir aber ja Sticks. So. Dann machen wir uns gleich mal ein paar mehr, damit wir uns Pfeile machen können. 8 Federn haben wir auch am Start. Und dann machen wir uns hier gleich mal ein paar Bretter. Ich das vielleicht hier mit dem runden Bauen noch mal ausprobieren. ...24 Lithium haben wir jetzt. Na gut, ich hätte die Bretter vielleicht erstmal sein lassen sollen und dann als nächstes machen, aber gut. Noch ist das Fleisch in Ordnung. Komm, wir machen das hier erstmal rein und die Leber. Zeit könnte man eigentlich nochmal fix gucken. Gut, zu weit werden wir jetzt nicht wegrennen. Hier ist erstmal sichtbar nichts an Erzen. Mit 2 Brettern noch, dann haben wir es. Eigentlich müsste das noch hinhauen mit dem Fleisch. Jetzt aber. So, dann könnten wir gleich mal gucken. Was wir uns hier von 1, 2 können wir uns machen.
So, das längste hat es gedauert. Das Steak ist auch fertig. Und die Leber auch. Komm, hauen wir uns die auch gleich hinter die Binsen. So. Wasser rein. Noch aufs Häschen warten. Dann gucken wir mal. Es wird gleich ganz dunkel sein. Brauchen wir es jetzt nicht gleich. Dürfen wir bloß nicht vergessen. So, dann könnte man hier noch mal gucken, ob wir hier eventuell noch was haben. Aber ganz so schnell wird das vielleicht gar nicht gehen. Bitte über die Kante möchte ich nicht gucken. Das kann natürlich schief gehen. Gut, ich würde sagen, das heben wir uns für die nächste Folge auf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben diese Folge wieder ohne Tod überstanden und das soll auch erstmal so bleiben. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall mit einem Däumchen nach oben. Ne? Ihr wisst das. Kommentiert wie immer auch sehr, sehr gerne und fleißig. Lass ein Abo da, falls du das noch nicht getan hast, um nichts Neues zu verpassen. Wenn du zusätzlich noch aufs Glöckchen tippst, dann wirst du über jede Neuigkeit, die hier auf dem Kanal passiert, sofort mit einer Benachrichtigung konfrontiert. Alles völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick, ne? Muss man ja auch dazu sagen, kostet nichts. Bleibt mir gesund, Freunde, und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Jens.